Naja, was muss, das muss. Aber das muss anscheinend nicht. Tschüss. Und ich höre Skelette. Erstmal schauen. Was? Wo? Und wo denn? Ach, da oben. Und die erwarten, dass ich da rübergehe. Die haben sie doch nicht alle. Tue ich natürlich nicht. Ich glaube, die Monster sind einfach nur zum Einschüchtern da. Ich glaube, die gegen die muss man gar nicht kämpfen. Und eingeschüchtert bin ich jetzt. Wo geht's weiter? Boden? Nein. Vielleicht Decke? Hier nicht. Hier auch nicht. Haben wir irgendwo einen anderen Ausgang, also eine andere Seite, wo ich hingehen könnte. Und da drüben ist übrigens gerade hier auf der Etage die grüne Etage hier. Und ich habe natürlich irgendwo ein Save Point vergessen. Ah nee, das geht ja gar nicht. Kann ich hier gar keinen Save machen. Wegen dem Wasser. Und ich höre immer wieder Skelette. Mal ganz genau die Wände absuchen. Hier muss es irgendwo einen Durchgang auf die andere Seite geben. Und ich habe ihn gefunden. Ich habe keine Ahnung, wie ich ihn gefunden habe, aber Hauptsache, er ist da. So. Trotzdem, einfacher wird's nicht. Erstmal mal schauen, ob da irgendwo Monster sind. Alter, geht das tief nach unten. Es kann ja noch heiter werden. Oh, 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 scheiße, scheiße, scheiße. Boah, knapp. Oh, nee, 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 nee. Au. 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 Tja, gegen Blödheit hilft Rüstung nichts. Die erwarten doch nicht wirklich, dass ich jetzt da hochgehe, oder? Warum? Ich meine, warum sollte ich auch nach oben? Ich muss doch nach unten. Ach, was soll's, versuchen wir es. Jetzt bin ich einmal abgefallen, schon habe ich zu wenig Sauerstoff. Und hier oben ist rein gar nichts. Ah, Mann. Ich bin am Verzweifeln. Wo geht's hier weiter? Hilfe. Ich will nicht da oben irgendwo hin. Will ich nicht. Muss doch irgendwie eine normale Methode geben, ohne zu sterben, dadurch zu kommen.
Wo muss ich denn überhaupt dann reinspringen später? Auf welche Höhe? Ist da irgendwas? Nee. Da drüben? Nee. Da drüben auch nicht. Ich gehe einfach mal zurück hier hin. Ob hier irgendwas ist. Okay, wir müssen hier, also von dem aus gesehen, gegenüber müssen wir irgendwo runterkommen. Bedeutet, ich glaube schon, dass wir da oben irgendwas machen müssen. Dass da oben irgendwo eine versteckte Tür ist oder so. Und wir gehen wieder drauf. Ach Mann. Wird es doch nicht die letzte Aufnahme und ich muss nachschauen, wo es weitergeht? Ich will aber eigentlich nicht. Also wenn ich jetzt hier nochmal nachschauen muss bei einem anderen Let's Player, dann tue ich aber wenigstens dem seinen Link in die Videobeschreibung, damit ihr auch wisst, von wem ich die ganze Scheiße hier überhaupt hab. Da muss ich hin. Oder? Ja, da muss ich hin. Hier muss es irgendwo. Hier. In dem Bereich. Da muss ich hin. Hier, hier, ich hab sie, ich hab sie, ich hab sie. Ja. Wie habe ich die vorher bitte übersehen? Verstehe ich nicht. Naja. Einmal Schwert zücken und außen rumlaufen. Sicher ist sicher. Einmal rausschauen. Aussicht genießen. Und kaum zwei, drei Etagen nur noch müssten es, ja. Oh nee, oh nee, oh nee, oh nee, bitte nicht. Wo ging's hier raus? Scheiße. Ah. Tja, Freunde, jetzt habe ich nichts mehr zu essen und ich muss wieder tun meine Items ausmachen. Das vergesse ich auch immer. Ich will nicht sterben. Welche Etage muss ich denn diesmal? Na, ich habe hier keine andere Möglichkeit. Da vorne schön mit Blümchen und überall Lava. Passt ja auch super zusammen. Ja, geschafft. Und hier sind jetzt überall Zombies. Ich versuch's erstmal auf der anderen Seite, würde ich vorschlagen. Ich versuch's doch da. Der hierher gekommen. Ah, durch die Tür. Und wie sind die hierher gekommen? Verstehe ich nicht. Na egal, soll mir recht sein.
Wow. Scheiße. Weg hier. Weg hier, bitte. Hier ist ein Ausgang, komm hier, das ist doch der Ausgang, oder? Bitte, lass es den Ausgang sein. Goldener Apfel, das und das. Boah. Jungs und Mädels natürlich auch, falls irgendein Mädchen sich das anschaut. Ich glaube, wir haben es geschafft. Ja, wir haben es geschafft. Wir haben das Labyrinth bezwungen. Jiha. Schalter umlegen. Also ich sag schon mal jetzt, dass es mir echt saumäßig Spaß gemacht hat. Die Map ist echt, ich glaube sogar die beste Labyrinth und so Escape Map, die ich je gesehen habe. Ein großes Dankeschön an den, der die Map entwickelt hat. Ich weiß nicht, was ich ohne die Map gemacht hätte. Wahrscheinlich mich tagelang gelangweilt, weil ich nicht wusste, was ich hätte let's playen können. So, wie geht's hier? Ah, ich dachte schon, hier geht's nicht raus. Wir haben's geschafft. Super. Ach, ich freue mich. Und jetzt kommt ein riesen Slime und bringt uns um und wir müssen zum Spawnpoint zurück. Was sag ich? The exit, der Ausgang. Activate all four switches at the bottom of the towers. Alle vier Schalter am Boden der Türme aktivieren. Und was haben wir gemacht? Wir haben sie aktiviert. Ein Schwarm von Creepern kommt uns entgegen. Nein, natürlich nicht. Es ist draußen Nacht. Wir kommen jetzt nämlich raus. Endlich. Ein schwarzes Schaf. Zur Begrüßung.